Genauso zum Beispiel auch nicht einfach irgendwo Sand abbauen, das dann blöd rumliegt oder sowas, sondern Sand so abbauen, dass es danach wieder so schön aussieht. Oder ihr könnt es irgendwie gut verkaufen oder sowas und ihr macht eine Sandmine, was weiß ich. Aber nicht einfach irgendwo Sand abbauen, vor allem hier in der Nähe, nein. So. Womit fange ich, was mache ich jetzt noch? Kurz überlegen, was es hier überhaupt noch alles gibt. Ja, ich glaube, als nächstes würde ich euch jetzt gerne Askas Höhle zeigen. Askas Höhle befindet sich hier. Ich glaube, hier. Ja. Die wurde einmal von Gringor tatsächlich als Prank wurde die das alles komplett zugebaut. Das ist eins meiner Bauprojekt. Nenn nicht Askas Höhle, die Höhle der Eldra, so hieß sie ja. Aus Vampire's Dawn 2 Ancient Blood. Das ist ein RPG-Spiel und ich habe da die Höhle der Eldras nachgebaut. Die ist noch nicht fertig, denn irgendwann konnte ich die mir weiterbauen, weil ich braunen Farbstoff brauchte, also Kakao. Und wir hatten ja über 1000 Folgen lang keinen Dschungel gefunden, also auch kein Kakao. Also habe ich den Bau zwangsweise pausiert. Da können wir aber irgendwann mal wieder weitermachen. Naja, auf jeden Fall habe ich da gebaut und gebaut. Irgendwann meinte Gregor, er prankt mich und baut mir den Eingang einfach so zu. Und ich komme her, will weiterbauen und denke mir, scheiße, nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Nein, der Server kann nicht einfach wieder das alles zurückgesetzt haben. Nein, scheiße. Oh, aber ich hatte schon einen Geheimgang bis runter zur untersten Ebene gebaut. Und der war noch da. Und dann dachte ich, oh, okay. Da hat mir das irgendjemand zugebaut, weil ansonsten wäre der Geheimgang auch weg. Und dann habe ich Gringer gefragt und er hat es zugegeben. Hat er mich geprankt. Und er hat mich tatsächlich, im ersten Moment hat mich echt dran gekriegt. Aber ich habe das bis heute nicht aufgemacht. Weil ich es einfach gelassen habe. Ich habe gesagt, okay, wir müssen das nicht aufmachen. Wir können bauen sowieso gerade ganz unten, aber ich glaube, seit über 500 Folgen ist das hier zu. Von Gringer zugemacht worden und jetzt mache ich es auf, um es euch zu zeigen. Hier ist der eigentliche Eingang in die Höhle der Eldras. Aber das Bett habe ich hier nicht reingemacht, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ne? Hier Lavalampen. Dann geht's hier runter. Da ist eine Werkbank. Zu Beginn jeder Ebene habe ich eine Werkbank stehen. Da ist ein Truhe, da kann man hier so rein. Aber das liegt nicht drin. Also Geheimgänge habe ich auch gemacht. Boah, mal sehen, ob ich noch alles finde. Hier die Druckplatte löst hier einen Selbstschuss aus. Aber Pfeile sind noch keine drin. Genau. Zack. Pfeile sind noch keine drin. Die wollte ich erst machen zum Schluss, wenn wir fertig sind. Nicht, dass ich dann überall durchgehe und dann ständig die Pfeile auslöse. Pfeile sind kostbar. Waren es damals. Mittlerweile habe ich ein Bogen mit Unendlichkeit drauf. So, dann geht es hier noch ein bisschen. Also hier geht es nicht weit. Ich zeige euch halt einfach alles. So ein bisschen. So, hier ist auch noch so ein bisschen ein bisschen was. Ja, da gibt es wieder einen Geheimgang, wo man hier rein kann. Und war hier noch irgendwas? Ich weiß, jetzt ich gerade nicht mehr. Mist. Geheimgang gefunden. So. Also die Geheimgänge sind echt teilweise gut versteckt. Manchmal sieht man sie, manchmal nicht. Da ist der Knopf. Vielleicht sollte ich mal das machen. Aber nein, ich lasse die Atmosphäre der Höhle der Eldras. Dann geht es eigentlich auch hier weiter. Boah, hier haben wir echt viel Zeit verbracht. Ich glaube, ich war 500 Folgen hier in der Höhle der Eldras dran. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Hier würde es dann runter in die nächste Ebene gehen. Aber vorher geht es auch hier ein bisschen entlang. Hier hatten wir auch, glaube ich, den Geheimgang gerade eben, oder? Nee. Hä? Ach, ich glaube, der Geheimgang, das war ein eigener Raum.
Na, dann gehen wir doch noch mal kurz zurück. So, war das ein eigener Raum? Oh, ja, das war ein eigener Raum. Schön. Ah, da ist sogar ein Redstone-Stück drin. Redstone-Staub. Ja. So, dann geht's hier weiter. Ich weiß nicht, ob ich das mit Absicht offen gelassen habe oder nicht, ob ich das später mal zumachen wollte. Weiß ich nicht mehr. Ich müsste das. Die gesamte Höhle der Äras müsste ich nochmal nachschauen, ob ich da auch überall fertig bin oder so. Dann geht's hier weiter. Oh, eine Spinne. Zombie. Skelett. So. Boah, auf diese Lavagruben bin ich ja echt stolz. Auch wenn sie tödlich sind. Hier, das sind, glaube ich, Blutbrunnen. Hier ist doch meine Selbstschussanlage. So, ich schau auch. Ah, und hier ist ein kleiner Altar, war das, genau. Da habe ich früher weiße Wolle hergenommen, mittlerweile würde ich Knochenblöcke hernehmen. Das war, glaube ich, nämlich ein. Was war das? Ich weiß nicht mehr. Ein Schädel war das, glaube ich. Und damals gab es noch keine Knochenblöcke. Gab es ja nicht irgendwo einen Geheimgang? Offenbar nicht. Dann geht's hier weiter. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Also gehe ich hier mal als erstes rein. Da ist ein Geheimgang. Habt ihr ihn gesehen? Eine kleine Truhe. Gibt's hier? So, was gibt es hier noch? Das ist ein Enderman. Noch meine Selbstschussanlage. Ah, also auf diese Lagergruppe bin ich echt stolz. Na gut, was gibt's hier noch? Boah, hier geht's weiter runter. Die nächste Ebene. Da ist der Baby-Zombie. So, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob es hier weitergeht oder nicht. Ich glaube, hier geht es sogar weiter. Und meine Selbstschussanlage. Boah, hier weiß ich noch. Hier sind wir mal, als da oben noch keine Lava drin war, ist mir hier mal ein Creeper explodiert und war das offen. Und ich bin hochgegangen, um nachzusehen. Was habe ich hier freigelegt? Ach nee, scheiße, das ist ja das. Und dann habe ich mich umgedreht und da warten drei Creeper auf mich. Und ich konnte keinen töten, die sind alle explodiert. Und das war tatsächlich der Moment. Das war der Moment, wo ich so richtig geschrien habe, so nein! Weil einfach alles so schnell war. Und das war der Moment, in dem ich keinen Bock mehr auf Creeper hatte. Und seit diesem Tag, also danach, als ich dann aufgehört habe, seitdem Mob-Griefing ausgeschalten. Also dass die Creeper nichts mehr zerstören. Das war die Ursache dafür. Bis dahin haben die immer was zerstört. Und das war halt genau hier. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, es geht hier weiter. Deswegen gehe ich mal kurz wieder zurück, denn wir hatten da hinten ja auch noch mal was. Also es ist hier überall sehr dunkel, aber manchmal auch ein bisschen hell. Und die Fackeln sind tatsächlich aber nur dort platziert, wo auch... wo auch tatsächlich im Spiel Lavalampen hier waren oder Fackeln, Behälter, irgendwie sowas. Wo sie halt tatsächlich auch im Spiel platziert waren. Wo keine waren, sind auch keine Fackeln mehr.
Also das habe ich euch noch gezeigt. Sieht jetzt glaube ich wieder hoch, genau. So, dann geht's hier links weiter. So, die geht's glaube ich in beide Richtungen weiter, oder? Also hier geht's weiter nach unten. Und hier ist jetzt dann der Weg zurück, genau. Also beide würden dahin führen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt war hier nicht irgendwo mal ein Geheimgang. Hm. Oh, es donnert. Ich dachte, da war mal irgendwo ein Geheimgang. Naja. Ich gehe erstmal dahin. Oh nein, da geht's weiter. Deswegen gehen wir erstmal dorthin. Es gibt viel mehr Geheimgänge. Mann! Das ist doch noch nicht immer, wenn ich Geheimgang sage. Wir haben gerade voll das Ungewitter. Das gibt voll das Gewitter. Unwetter. Aus Unwetter und Gewitter wird Ungewitter. Ja, Geheimgang, ich weiß. Hier muss doch sicher einer drin gewesen sein. Jetzt wenn ich sogar nur an Geheimgang denke, Donald ist. Na gut, lassen wir das. Dann geht's hier weiter. Hier ist doch meine Selbstschussanlage. Und das hat wirklich ewig gedauert, das alles hier einfach auszuhöhlen. Ich glaube, wir haben 100 Folgen nur in diesem Raum verbraucht. Gefühlt. Also wir haben wirklich ewig hier drin verbraucht. Und ich habe die ganze Lava. Die habe ich alles. Die ganze Lava. Block für Block, einmal für einmal gesetzt. Das ist alles nicht natürlich, das ist alles künstlich. Ja, hier ist eine kleine Verzögerung, weil das nämlich bis dahin, ich glaube, bis dahinter, dann hoch und dann hier wieder zurückgeht. Aber man, hier ist auch so ungefähr die monsterfreie Zone. Denn das, dadurch, dass hier überall Lava ist, spawnt hier halt auch nichts. Weil es so hell ist. Wieder Lavalampe und Fackel. Ah, hier ist wieder ein Geheimgang. Hm. Nochmal eine Selbstschussanlage. So, hier geht's glaube ich nicht weiter. Aber müsste es hier nicht irgendeinen Geheimgang noch geben? Hm, ich finde meine eigenen Geheimgänge nicht mehr. Ah, hier war das, wo der Geheimgang vor der Treppe ist. Ey. So, dann geht's hier weiter, das dauert ein bisschen. Und dann sind wir hier drin, in diesem geheimen Raum. Ah, da ist sogar ein Goldschwert drin. Ja. Au. So, also ich habe hier wirklich sehr viel gebaut und alles versucht, detailgetreu nachzubauen. Soweit es halt geht, Selbstschussanlage. Ja. Gehen wir mal hier rein. Ah, guck mal, das war glaube ich oben und unten. Selbstschussanlage. Genau, jetzt kommt man wieder hierher. Das Tolle ist auch tatsächlich, je weiter runter man kommt, desto mehr Lava kommt und desto öfter haben wir hier die Lava, die einfach runtertropft. Also es ist richtig so ein bisschen höllisch. Das ist echt super. Halt, ist das ein Geheimgang? Nein. Da ist ein Geheimgang. Wo ist der aufgegangen? Oh,
Okay, ich muss jetzt mal nachsehen, wo das hinführt. So, hier wird jetzt irgendwo was kaputt gemacht. Das ist aber nicht gut. Ah, da ist das. Okay. So, jetzt brauche ich erstmal wieder Stein. Ich hau den mal hierher. Ne, der hier war, glaube ich, nicht, oder? Wo war der? Ja, jetzt funktioniert's wieder. Okay, dann kommt das Redstone weg und ich brauche normalen Stein. So. Aber ich habe das getestet, dass man da hinkommt, oder? Ah, Tatsache. Also ich war offenbar auch sehr fies. Wo ist hier der? Da. Wow. Ein schöner geheimer Raum. Irgendwo gab es doch mal einen geheimen Raum, wo es dann noch mal weiter zu einem weiteren geheimen Raum ging. So, jetzt finde ich die Schalter nicht mehr. Da ist nichts drin. Wo ist der Schalter? Ah, da! Weiß ich nicht. Gab es da noch einen zweiten Weg? Nee, ich glaube nicht. So, ging es hier mal? Oh, das hier ist fies. Hier ist, kann man nämlich in die nächste Ebene runterfallen. So, ging es hier weiter? Auch das hier ist fies, hier kann man nämlich auch runterfallen, hier rauf und dann der einzige Weg da dann wieder weiterzukommen ist hier in die nächste Ebene runterzufallen. Selbstschussanlage. Und selbiges natürlich nochmal hier. Oder war das noch nicht fertig? Ich weiß es gerade nicht. Ah, auf jeden Fall geht es hier weiter. Da zeige ich euch noch eben kurz den anderen Weg. Hier. Und ich finde es auch so geil, hier fallen die Lavatropfen runter in die untere Ebene drunter sogar. So, hier wieder eine Truhe, vermute ich. Ja, mit leider nichts drin. Hier kann man auch noch mal runterfallen. So. Eine Selbstschussanlage. Und das war's dann so ziemlich. So, wir gehen den normalen Weg über die Treppe runter und dann zeige ich euch einfach, wo man rausgekommen wäre. Das waren jetzt 1, 2, 4 4 Löcher, wo man runterfallen kann.